Ja, Michael, ob das jetzt so ist, dass sich in den letzten Wochen eine Krise zusammengebraut hat oder ihr nach 11 Spielen ohne Niederlage einen schlechten Tag erwischt habt, ist vielleicht eine Sache der Lesart. Unstrittig dürfte aber sein, dass aus dem gestrigen Auftritt Lehren gezogen werden müssen. Welche? Hallo, hast du gut zusammengefasst, finde ich. Es ist keine Krise, wir haben dafür einfach auch zu viele gute Spiele gemacht und in den letzten Wochen, fast Monaten auch zu viel Gutes gezeigt, aber es war ein beschissenes Spiel, keine Frage. Es war von Anfang bis Ende nicht gut. Wir sind zwar dann nochmal zurückgekommen, aber trotzdem hat man auch nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass wir was holen können. Und da müssen wir schnell die Lehren draus ziehen. Das werden wir auch machen. Das wurde auch jetzt ganz klar angesprochen, dass das nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, von dem Wort Krise bin ich trotzdem weit entfernt, weil wir auch in den letzten Wochen viel Gutes gemacht haben. Bei Würzburg hatte man das Gefühl, die waren bereit für diese Aufgabe. Und beim HSV hatte man auch nach den Aussagen und Analysen der Spieler und des Trainers nach der Partie den Eindruck, das war nicht der Fall. Warum nicht? Ja, wobei ich bin da, also erstmal fand ich auch den Beginn des Spiels jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde, dass die Würzburger fast ein bisschen passiv auch waren und wir sie dann auch selber ins Spiel haben kommen lassen. Aber in der Vorbereitung auf das Spiel sehe ich das nicht so. Ich war ja dabei die ganze Zeit und ich fand, dass wir extrem viel davor gewarnt haben, auch was kommt, weil wir wussten, dass kein guter Platz ist und dass Würzburg jetzt auch die letzten Wochen anders aufgetreten ist als noch in der Vorrunde. Deswegen waren wir schon gewarnt und die Spieler waren sensibilisiert. Wir haben einfach das Spiel mit dem Ball und auch gegen den Ball einfach schlecht umgesetzt. Und das ist das, was ich seit immer wieder die Phrasen raushaue seit Monaten, wenn wir halt dann nur 3% nachlassen, dann reicht es halt auch gegen Würzburg nicht. Und das hat man leider gesehen gestern. Man hatte in den letzten Wochen, finde ich, den Eindruck, dass diese 3% Nachlass gar nicht anstehen, dass ihr natürlich darauf hingewiesen habt und dass die Spieler das aber auch annehmen wollten und so in die Taten gesetzt haben. Gestern nach der ersten Viertelstunde hatte ich nicht mehr den Eindruck, sondern eher das Gefühl, dass die sich ein bisschen von so einer Negativgrundhaltung wegspülen lassen. War der HSV gestern nicht stabil genug? Ja, das liegt dann natürlich immer an beiden Mannschaften auch. Ne? Die Würzburger haben dann aus ganz wenig auch viel gemacht. Die haben natürlich durch diese Tore, die sie die letzten Wochen nicht gemacht haben, auch ein bisschen Flügel gekriegt. Und wir sind dann ein bisschen kleiner geworden und wir sind dann einfach zu spät wieder aufgestanden. Aber das lag dann schon auch daran, dass Würzburg natürlich eine Chance gerochen hat. Und nach den unglücklichen Ergebnissen die letzten Wochen haben sie dann irgendwie auch nochmal einen Gang hochgeschaltet. Und wir sind dann gestern nicht gegen angekommen, das muss man ganz klar sagen. Ballverlust, dann knolzen sich zwei gegenseitig an. Ulreich sieht nicht gut aus. Dadurch ist irgendwie die Tür aufgegangen für Würzburg. Und in Braunschweig beispielsweise, da war irgendwie zu spüren, dass der HSV noch was im Köcher hat. Gestern habe ich das nicht gesehen. Ist das ein Alarmsignal, dass das möglicherweise jetzt irgendwie im Kader drinsteckt oder war das ein singulärer Vorfall, der dann auch abgehakt ist? Nein, das steckt nie im Kader drin. Also das wäre ja irgendwie auch bescheuert von uns, wenn wir jetzt über Monate da einen guten Job machen und die Jungs auch tollen Fußball spielen und wir auch bei der Art und Weise total mitgehen können, wenn wir jetzt nach einem Spiel sagen, das ist alles vergessen und verloren. Das ist nicht der Fall. Du hast gesagt, wir müssen die Lehren ziehen, das machen wir, das müssen wir auch. Wir haben jetzt dann geile Spiele vor der Brust und man sieht einfach, wie gesagt, wenn wir ein bisschen nachlassen in dieser Liga, dann wird es schwierig, auch beim Tabellenletzten. Ein Spieler wie Ulreich, der die Qualität hat und auch die Erfahrung, ein richtiger Stabilisationsfaktor zu sein, sind das bei ihm zu viele Nachlässigkeiten oder Ungenauigkeiten, die sich irgendwie dann auch auswirken auf die Hintermannschaft möglicherweise? Oh, das tue ich mir jetzt allgemein schwer, gerade im Moment jetzt den Spieler rauszupicken. Ich finde, gestern waren wirklich, das war das Gute dran, dass einfach 11 Spieler richtig schlecht waren bei uns. Positiv waren dann, finde ich, auch die Einwechslungen. Man hat gesehen, dass da noch ein bisschen Leben reinkam. Aber jetzt auch einen einzelnen Spieler dann drauf zu gehen, das finde ich falsch, weil gestern, wie gesagt, einfach alle Spieler schlecht waren. Und da hat auch vorne in der Kabine kein anderer was anders gesagt. Das haben die Jungs auch selber gewusst und deswegen tue ich mir schwer, jetzt da irgendwie auf Einzelne einzugehen heute. Es gibt ja jetzt eine ganz gute Möglichkeit, eigentlich zu belegen, dass diese Kritikansätze für das Spiel gegolten haben, aber nicht grundsätzlich in den Derby am kommenden Montag. Ist es in dieser Woche notwendig, sich darauf einzustellen, sich die mentale Beschaffenheit dafür auch wieder draufzupacken und einfach bei dieser Gelegenheit dazustehen, da zu sein? Ich glaube, da braucht man keinem Spieler was erzählen, noch von außen. Also jeder weiß, dass es ein besonderes Spiel ist. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und wenn da ein Spieler irgendwie noch eine extra Motivation braucht oder einen Kitzel, dann
dann hat er seinen Job verfehlt. Also da weiß jeder, dass es was Besonderes ist. Wir haben auch mega Bock da drauf. Und wir wollen natürlich wieder so spielen wie die Woche vorher, nicht wie gestern. Sogar denkbar, dass man das gar nicht so penetriert während der Woche und dass sozusagen die Ausstrahlung dieser Begegnung für sich selbst wirken lässt, auch um irgendwie das nicht zu überhöhen? Ja, schon. Also es kommt natürlich von außen auch immer viel. Das weiß man als Spieler auch. Da kommt dann jeder Kumpel um die Ecke, der irgendwie nochmal einen Spruch macht und ihr müsst unbedingt. Also ich glaube, wir tun gut, wenn wir uns professionell darauf vorbereiten, gucken, was der Gegner auch anbietet, wie wir die schlagen können. Und der Rest ist da sowieso in so einem Spiel schon da. Da muss man nicht nur extra, glaube ich, ansticheln. Sie sind ja also sehr gut drauf im Moment und haben sich auch so durch so eine Serie eigentlich eine Ausgangsposition erarbeitet, in der ja, nach oben nichts mehr geht und nach unten nicht mehr so viel passieren kann. Ist das eine Befürchtung, die Sie haben, dass die relativ befreit auch spielen können und der HSV mit einer Last auf den Schultern ans Mellantor reist? Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, bei den Spielen, da will jeder gewinnen. Das wollen wir genauso wie Pauli. Die hatten jetzt eine gute Phase, aber die hatten wir auch bis auf gestern. Und deswegen sehe ich jetzt da keinen Vorteil bei Pauli. Also das Ganze ganz und gar nicht. Sie haben ja diese 11 Spiele ohne Niederlage, klar, da waren super Partien dabei und trotzdem so lange von sich hat ein bisschen so, die letzten Spiele waren ja dann doch nicht so dolle. Viele Unentschieden, 3 aus 4 und dass man sich davon doch ein bisschen blenden lassen von dieser Serie? Nö, finde ich nicht. Also ich finde, wir haben das dann auch schon immer gut analysiert. Wir haben auch die Dinge, die dann nicht funktioniert haben, auch angesprochen, auch mit den Jungs. Gerade das Spiel in Aue, wo man dann irgendwie so sehr Positives und dann auch sehr Negatives gesehen hat, wo das halt, wie eng das dann zusammenliegt. Deshalb sind wir da in der Analyse eigentlich immer relativ nüchtern. Das ist auch das Beste, was wir machen können. Ja, wir müssen halt einfach jetzt auf der Hut sein und uns wieder gut vorbereiten auf Montag und dann geht es anders weiter. Und so auf eine Rückrundentabelle und so guckt man dann auch nicht. Also da steht der HSV auch nicht so glorreich jetzt da. Na, das, wir haben in der Vorrunde versucht, auch nach den paar Ergebnissen, die nicht so gut waren, da ruhig zu bleiben und auf uns aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Das ist jetzt wieder eine Phrase, das machen wir jetzt halt auch wieder und gucken, dass wir die nächsten Spiele gewinnen. Ich kann es gut verstehen, dass Sie nicht auf einzelnen Spielern sich jetzt jemanden rauspicken wollen, aber die Abwehr stand wirklich seit gestern auch nicht sehr gut da und Gideon Jung als Abwehrchef stand wirklich auch gar nicht gut da. Gibt es da Optionen, wie man da vielleicht auch was verändern kann? Also da fehlt natürlich was, ne? Ambrosius kehrt zurück, klar, Leistner fehlt noch, aber das war auch teilweise leichtes Spiel für Würzburg. Ja, also klar fehlen uns auch Spieler, die jetzt vorher vor allem auch eingespielt waren. Aber wie gesagt, gestern war es dann schon so, dass es auch von vorne und im Mittelfeld nicht gut war. Wir haben jetzt auch die Szenen nochmal angeguckt. Die letzte Kette ist halt dann, unter Torwart sind halt dann oft immer die es ausbaden müssen. Aber da waren vorher schon noch viele Dinge, die dann die Abwehr auch so in die Not gebracht haben, die total unnötig waren und die wir auch hundertmal besser machen können als gestern. Also wir haben so viel Ballverluste auch in Räumen gehabt, wo wir sie nicht verlieren dürfen oder dann auch nicht die Durchschlagskraft vorne, obwohl eigentlich die Positionierung gut war und das wird halt dann bestraft. Also wir wussten ganz genau, wie Würzburg spielt, das war auch jeder sensibilisiert drauf und wir haben eigentlich denen in die Karten gespielt mit unseren eigenen Fehlern. Das Wetter wird schön, es wird Frühling und das Derby steht an. Haben Sie trotz dieses Dämpfers gestern richtig Bock da drauf? Natürlich. auf so Spiele hat man immer Bock. Ich habe auch Bock auf die nächsten Wochen. Ich weigere mich jetzt auch wieder irgendwie da unruhig zu werden oder schon wieder irgendwas herbeizurufen, sehe ich nicht. Wir haben Bock auf die nächsten Spiele. Wir hatten jetzt ein Scheißspiel, das müssen wir einfach sagen. Aber das haken wir jetzt ab und die Stimmung war vorhin schon wieder so, dass wir die Ärmel hochkrempeln und jetzt nach vorne gucken. Und jetzt nicht zu lange auf der Niederlage rumreiten, das passiert nochmal im Fußball. Das ist einfach so. Letzte Frage nochmal von mir. Als die Ergebnisse nicht so gut waren im November, Dezember, da haben Sie gesagt, sind Sie ruhig geblieben. Aber nur ruhig zu bleiben und zu warten, dass es vorbeigeht, damit wird es ja nicht getan gewesen sein. Können Sie Schubladen ziehen, die Sie in der Zeit für erfolgversprechend befunden haben, die jetzt möglicherweise auch wieder helfen können? Ja, also ruhig, damit meinte ich eher nach außen ruhig. Also nach innen haben wir die Dinge schon angesprochen, auch damals, und an den Fehlern auch gearbeitet. Also es gab genügend Ansätze jetzt von gestern, die man dann verbessern muss auch in den nächsten Wochen. Und die Ruhe gilt eher nach außen, nach innen, wann wir so wie damals auch die Fehler ansprechen und dann auch entsprechend reagieren oder gucken, wer halt dann bereit ist für die Aufgaben, die kommen. Klassische Frage, werden am Montag eher die spielen, die die mentale Beschaffenheit haben, die Kernigkeit ausstrahlen, als die vielleicht fußballerisch besser sind? Kommt es da eher darauf an, ja, dass man da frühzeitig irgendwie auch psychologische und körperliche Zeichen setzt?
müssen die Elf auf dem Platz ihr Spiel gewinnen können und wollen. Aber wie gesagt, bei dem Wollen habe ich überhaupt keine Bedenken. Da hat unsere Mannschaft in den letzten Monaten oft gezeigt, dass wir wollen und auch können. Und da wird Daniel dann sicherlich die richtigen 11, 15, 19 Spieler finden. Dankeschön. Danke.